Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Interpol von Kolja Goldstein in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Interpol von Kolja Goldstein, das Ganze am 12. April erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Kolja Goldstein, das Ganze über Chapter One erschienen. Wir schauen uns als allererstes mal natürlich die Vinyl an, indem wir sie aufmachen, und dafür machen wir mal die Folie ab. So, wir haben hier auf der Folie direkt, das sieht zumindest so aus, ja, das ist auf der Folie eindeutig, diesen Hinweis, diesen Interpol Red Notice Hinweis. Dann haben wir die Vinyl an sich, ein Gatefold, kommt hier im Interpol Design, Goldstein on der Welt. Interpol, Kolja Goldstein, seitlich beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 15 Tracks an der Zahl. Features von Dümerock, Mosik, Enno, Jill und Abdi, Sido und Capo. Das Ganze erschienen über Chapter One. Infos, Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir rein. So, jetzt haben wir hier nochmal die einzelnen Tracks so aufgeschlüsselt, alle 15 Stück. Dann haben wir hier noch eine umfangreiche Danksagung. Hier so auf drei Absätze verteilt. Hier unten dann noch ein vierter Absatz, PS. Und ansonsten, ja, haben wir hier so das Weltkartendesign, die einzelnen Kontinente. Wir schauen mal, wo die Vinyl sind. Einmal und zweimal. So, ansonsten sind die Taschen leer, genau. Also, hier lesen wir es. Pagina A und C. Wir starten natürlich mal mit A. Also, das ist die A-Seite, hier oben die vier Tracks, auf der Rückseite dann in Gelb gehalten die B-Seite mit weiteren vier Tracks. Es gibt ja bei Interpol so ganz viele Farbcodes, also von Rot, Gelb, Blau, Schwarz, Grün, ich glaube es gibt auch glaube ich, Violett, die alle eben unterschiedliche Bedeutungen haben, und diese Farben hat man dann eben hier auch etwas eingebaut, passend zum Albumtitel. Genau, also hier dann die B-Seite in Gelb, A-Seite wie gezeigt in Blau. So, die Vinyl selbst in Weiß, bevor wir es vergessen oder bevor ich es unerwähnt lasse. Dann haben wir die Seite C, in diesem Fall hier die Red One, und auf der Rückseite gibt es die schwarze D. Ja, ich glaube die schwarze ist sogar tatsächlich für verstorbene Personen, also wenn es irgendwie Leichen oder ja, Tote gibt, dann wird der schwarze Code verwendet. So, dann haben wir die C-Seite und auf der Rückseite dann die D-Seite. Wunderbar. Gut, wir packen auch Vinyl Nummer 2 wieder zurück. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Doppelvinyl hier in Weiß mit den 15 Tracks hier in den bedruckten Innenhüllen. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Interpol von Kolja Goldstein. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kolja Goldstein und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.